Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie man seine Augenbrauen richtig nachmalt oder richtig auffüllt. Da gibt es nämlich auch ein paar Tipps und Tricks und ja, wie ihr die Augenbrauen richtig zupft, darüber habe ich schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch am Ende des Videos und dann legen wir mal los. Also es gibt natürlich unterschiedliche Art und Weisen, die Augenbrauen aufzufüllen. Ich benutze zum einen einen Stift, der ist von Essence. Und ich benutze aber auch so ein Puder, das ist von Catrice. Und ja, ich mische das Ganze so ein bisschen, ihr könnt auch einfach eines von beiden machen, aber ich komme so einfach am besten zurecht. Und wichtig ist einfach, dass ihr eure Farbe findet. Der hier ist eigentlich für blonde Haare, aber... also das ist der 04 für blonde Haare. Wie ihr seht, habe ich braune Haare und ich finde, er passt trotzdem super zu mir. Da müsst ihr einfach eure Farbe finden und ja. Ich fange mal an. Ich benutze hier wieder meinen Spiegel und mit dem Stift male ich, ja, ich ziehe die untere Kontur nach und ich ziehe die obere Kontur nach. Das heißt, außerdem, je spitzer der ist, desto besser ist es. Er ist jetzt ein bisschen stumpf, aber das klappt trotzdem. Und dann ziehe ich die untere Kontur nach. Und dann ziehe ich die obere Kontur nach. So, das ist alles, was ich mit dem Stift mache. Ihr seht, meine Augenbraue sieht jetzt schon deutlich voller und ja, präziser und schöner aus. Jetzt nehme ich aber dieses Pulver. Ich nehme dafür auch wieder das hellere. Und ich nehme so einen angeschrägten Eyeliner-Pinsel von Zoeva. Das ist der 317er. Und dann nehme ich ein bisschen Puder auf den Pinsel und male damit meine Augenbraue aus. Vorne müsst ihr immer aufpassen, dass es nicht so, dass ihr dann nicht so ein Eck malt. Das sieht immer so ein bisschen gekünstelt aus. Sondern ich setze ihn immer hier unten an und fahre leicht nach oben. So. Die Augenbraue ist jetzt fertig, aber um das perfekte Finish dabei zu kriegen, nehmt ihr einen Concealer. Ich benutze hier meinen ganz normalen Concealer, den ich auch für die Augen benutze. Der ist von Sephora. Und dann gucke ich, dass hier ein bisschen was rauskommt und trage das unter der Augenbraue auf und verblende das so ein bisschen. Am besten nehmt ihr dafür einen Pinsel. Ich mache es aber auch oft einfach mit dem Finger. Mit dem Pinsel geht das halt ein bisschen genauer, aber es geht einfach darum, dass es unter der Augenbraue ein bisschen heller ist und ja, dass da vielleicht Härchen, die durch die helle Haut durchgucken, einfach abgedeckt sind, dass es nicht so aussieht, als hättet ihr eure Augenbrauen nicht gezupft. Ja, jetzt ist diese Augenbraue schon mal fertig. Ihr könnt die natürlich noch mit einem Augenbrauengel fixieren. Da gibt es ganz unterschiedliche, da gibt es auch eines von Essence. Sieht aus wie ein Mascara, nur in durchsichtig und ihr geht einfach drüber. Ich mache das ein bisschen anders. Ich nehme so ein Bürstchen, mache Haarspray drauf. Also ich sprühe das Bürstchen mit Haarspray an und gehe dann so über die Augenbraue. Und das funktioniert super und hält bombenfest bis in den Abend. Und so mache ich das immer. Und ja, ich mache jetzt noch die zweite Augenbraue und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt beide Augenbrauen fertig und das geht wirklich total schnell und einfach. Und wenn ihr Probleme habt, dann schaut euch nochmal das Video an oder fragt mich in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Das war jetzt ein Video aus meiner Lenas Make-up Basics Reihe. Und hier verlinke ich euch noch zwei Videos. Hier ist einmal ein Video über Eyeliner. Alles über Eyeliner, wie ich diesen Eyeliner gemacht habe. Wie ihr einen dezenten Eyeliner-Strich machen könnt. Das findet ihr alles in diesem Video hier. Und in diesem Video seht ihr, wie ihr die Augenbrauen richtig zupft. Das ist quasi die Grundlage für das Video, das ihr jetzt gerade gesehen habt. Also schaut euch diese beiden Videos an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!